Schwache Kernkraft, starke Kernkraft und die Wandanziehungskraft. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der 19. Folge von Bausimulator Multiplayer, zusammen mit Pascal. Hallo. Willkommen zu den Nachrichten so ungefähr. Wir bauen eine Biogasanlage und da haben wir in der letzten Folge hier ja schon die Grundplatten gelegt. Und diese Folge geht dann weiter mit dem Oberbau. Also letzte Folge haben wir ja auch noch hier den Keller sozusagen gebaut. Und wie ich habe am Ende der Folge auch schon gesagt, ich werde noch die Betonwände hier liefern. Und die Dinger, die Paletten habe ich auch schon hingestellt. Und wir haben noch ein bisschen aufgeräumt. Ich habe mein Auto dran geholt. Ja, kurz zusammengefasst, dass wir noch was wir jetzt noch gemacht haben. Genau, aber ich würde sagen, stürzen wir uns mal in das Kranerlebnis rein. Yay. Wir haben ja nicht so oft Kran, ne? Oh, hake ich irgendwie bei dir an? Kann das sein? Nee, ja. Du bist gegen den Auflieger, oder? Doch, ich bin auch bei dir angehakt. Ach so. Ah, nach oben. Boah, die Begrenzung irgendwann zu Ende. Ja. Wo ist denn das hin? Boah. Das muss dahin. Ist auch schön, bauen wir hier mit Betonsteinchen. Ja. Man sieht auch sehr schön, wie das Teil zum grünen Bereich hingesogen wird. Eine magische Anziehungskraft. Ja. Eine der 5 Grundkräfte der Physik. Die Anziehungskraft von Bauteil und seinem Zugehörungsblatt. Schwache Kernkraft, starke Kernkraft und die Wandanziehungskraft. Sehr gut. Du warst doch mit den 5 Grundkräften der Physik. Nobelpreis kriegen wir später dann, ne? Ja. Viel wichtiger ist die Quantengravitation. Gut, das war genügend Physik für heute. Vor allem für jemanden wie mich, der es abgewählt hat. Echt mal. Und dann verfolgt sich sogar ein Astro, ey. Ja. Es ist halt, wenn man Astronomie belegt, aber ohne Physik. Ja gut, in Physik lernst du aber auch nur Mist. Also ja. So, da sind halt die Elementarteilchen, sind halt Elektronen, Protonen und Neutronen. Ja gut, bei uns sind Astronomer zusammen das Standardmodell der Teilchenphysik gebraucht. Wir brauchen sowas wie Myon und Neutrinos und Gluon und Photon und alles gebraucht haben. Also auch, teilweise ist eine Oberstufe auch schwierig mit der Belegung von Kursen. Zum Beispiel, ich hatte heute, gibt es bei uns in der Schule so ein Ersetzungsfach, das ist zum Thema Humanbiologie. Und da hatten wir heute das Thema unter anderem Gesundheitssysteme im Körper. Also alle Leute, die in Chemieklasse 11 nicht aufgepasst haben. Oder Chemie gar abgewählt haben, hatten alle gar keine Ahnung, worum es ging. Weil man dazu einfach das Chemieklasse 11 Wissen brauchte. Was die Lehrerin da versucht hat, bestmöglich darzustellen, aber das wären mehrere Unterrichtsstunden nochmal gewesen, die sie hätte da erklären müssen, ne? Und dafür ist natürlich keine Zeit im Unterricht. Deswegen ist schon so, wieso die Kombi wählen Physik LK und Deutsch LK? Da haben wir sogar eine Person bei uns in der Jahrgangsstufe, die das gemacht hat. Physik, Deutsch. Aber die fehlen dann halt einfach in Physik manche Grundlagen. Das ist halt das Schwierige da. Ach, mit Mathe GK kriegen wir super hin. Naja. Transportraum zurückgeben. Genau, das Haus. Wir haben die sonst immer nochmal abgeladen, die Transportrahmen, ne? Ich fand das jetzt so eigentlich ganz praktisch. Ja. So, das heißt Betongießern. Was, schon wieder? Oh. Na? Ich dachte, wir könnten mal kurz den Kran stehen lassen. Gut, wir haben auch nichts mehr zum Heben hin, ne? So, was soll man eigentlich diesmal jetzt gießen? Das Dach von dem Haus da. Ja. Nein, ich habe gerade nicht den Strommast gerammt. Das sah nur so aus. Das ist optische Täuschung. Ah ja. Schlaue Leute sagen, dass man beim Rückwärtsfahren nach hinten schauen soll. Also das ist für Anfänger, das nach hinten schauen und rückwärts fahren. So.
Ich habe übrigens meinen PC zurückgesetzt. Mal wieder. Ja, einfach Sonntag 18 Uhr irgendwie hatte ich mal die Idee. Ah, man muss, könntest du mal machen, ein bisschen Dateimüll loswerden und so. Ja, deshalb kann es sein, dass es zu unerwarteten Komplikationen kommt. Unter anderem habe ich gerade gesehen, dass der Hummer wieder laut ist, zu laut, dass ich mal wieder ein bisschen übersteuert habe, aber das ist ja normal. Das war auch schon beim alten Rechner so, das ist nämlich so die Sache irgendwie. Im alten Rechner. Alten Rechner, ja. Ich bin mal aufgesetzt. Ich will meinen PC bald irgendwann ein paar Monaten mal upgraden, aber ich setze tatsächlich, glaube ich, Windows nicht neu aufsetzen, weil ich meine Festplatte einfach da lasse, auf der jetzt Windows ist. Da habe ich jetzt nicht so krass Bock drauf, neu aufsetzen. Hast ja gleich. Hallo. Ernsthaft? Ja, 1% vorher bin ich alle. Da warte ich jetzt erstmal bis zum nächsten Morgen, das tue ich mir nicht an. Nachts gibt's kein Beton mehr. Du musst auch schon den Betonfluss wieder anmachen, ne? Ja. Hast du recht. Wenn nichts rauskommt, kann ich nicht gießen, ne? Stehst du ganz knapp drin, ne? Ich merk schon. Wände gießen. Und alles wieder auf Anfang. Warte mal. Du musst aber bei dem... beim Silo. Nicht bei dem Gebäude. Ich weiß schon. Kommst du da ran? Stehen bleiben. Ich komm doch da hin zum Silo. Ich sag, du kommst nicht bis ganz dahin. Aber okay. Ich kenn meine Maschine. Also ich würde an deiner Stelle wirklich daran arbeiten, bei deiner Zielgenauigkeit. Du triffst nämlich aktuell gar nichts. Jetzt hast du mal kurz was getroffen. Drinne. Wie wär's, wenn du mal versuchst, tiefer das Rohr anzusetzen? Und das nicht so aus 3 Meter Höhe runterfallen zu lassen? Ich bin noch Azubi. Du bist schon wieder viel zu hoch, wirklich. Ja, gerade am... Du musst flacher. Und siehst du, was habe ich gesagt? Ich kenne meine Maschine. Was habe ich gesagt? Ei. Guck mal, ich komme noch relativ weit. Ich sehe schon. Ja, komm, die Mitte auch nochmal mit betonieren. Ich will jetzt hier auf der anderen Seite anfangen, deswegen meine ich. Noch ein Stück nach links. Welches links? Das? Ja, genau, das, dein links. Okay, jetzt tue ich bei mir aber auf, nicht mehr in den Dingens rein. Ziehen bei mir. Ne, jetzt ist bei mir drin nämlich. Okay, bei jetzt mir ist nicht. Voll. Bei mir ist es daneben. Okay, dann interessant. Gut, das erklärt jetzt natürlich, warum das bei mir immer so komisch aussieht. Wenn du das natürlich ein bisschen so versetzt siehst. Ach ja, Bausimulator und Synchronisation. Ja. Du kannst, wenn du Bau im Construction View bist, dann kannst du ja gucken, ob das hochgeht oder nicht. Weißt du, ich meine? Layer. Die Schicht. Oh, ich ziehe einfach immer ein bisschen daneben. Das ist ein bisschen zu viel daneben. Nee, rechts. Ja, perfekt. Jetzt bin ich auf der anderen Seite daneben. Okay. Guck mal, hier, ich krieg die 100% locker hin. Ja, okay. Aber... Ich kenn meine Maschine. Also hoffentlich krieg ich die hin. Ich könnte jetzt nett sein und schon mal einen Betonkübel holen, aber... Einmal befüllen, bitte. Bin schon dabei. Bin alle. Das passt ja wunderbar. Ich klapp schon mal zusammen. Ja. Pass auf, jetzt reicht das gleich bei mir auch nicht. Ah, okay. Jetzt habe ich nur welchen übrig hier drin. 5 Millionen! Wir haben's! 5 Millionen!
Was hier? Firma, Ausbaustufen, Kredit. Wir können jetzt Kredit 202,5 Millionen aufnehmen. Uiuiui. Was bräuchten wir? Ach, jetzt müssen wir wieder hier reparieren und betanken noch alles. Oh, 50 Tankfüllungen. Boah. Maschinen müssen wir alle mal zur Tankstelle bringen. Oh Gott. Wie viele sind das? So, dann nehmen Sie jetzt mal den fixen Kran, ich nehme den mobilen Kran. Wie viele? Warum? Und Pascal behauptet, das ist ein grünes Wellblech, ja? Hat er vermutet. Ich denke, das ist einfach die grüne Plane gewesen, die außen drum war. Kann das vielleicht sein? Außerdem, ja, ich hätte es auch mal nachgeschaut in der Aufgabenbeschreibung. Hieß auch noch irgendwas für ein Wellblech, was wir machen müssen. Ist das vielleicht die. So. Na, mit Wellblech, das ist dieses Schrägdach bei dem kleinen Haus da vielleicht, ne? Ja, aber das ist Wellblech. Das ist einfach gespawntes Schrägdach. Naja, ich habe Materialien platziert und ausgepackt, ja. Nee, es war nur noch irgendwas mit, dass wir irgendwas mit Wellblech machen sollen. Vielleicht gibt es irgendwann ein DLC für so alte Gebäude. Kann man so eine kleine Pyramide bauen oder so. Passt zwar gar nicht ins Spiel, aber. Oder in Mod. Aber eine Idee. Ja, schon witzig. Ich sag mal so, bei SnowRunner haben sie jetzt einen Feuerwehr-DLC reingemacht. Warte, was? Ja. Brennt dann da ein Haus und du musst. Nee, das ist eine Waldbrandregion. Oha. Da musst du erst ein Feuerwehrfahrzeug irgendwie bergen. Das musst du dann irgendwie aufrüsten und dann musst du dort Sachen löschen anscheinend. Das ist gerade das neueste DLC für SnowRunner. Das klingt interessant. Ja. Das ist das neunte DLC jetzt schon, das neunte Content DLC. Ich finde, das klingt alle interessant. Ich hatte die mir mal angeschaut vor kurzem. Bis auf das eine, das siebte, wo es um Rennen irgendwie geht. Also wo du irgendwie Rennen fahren musst. I don't know. Das hat mich jetzt nicht so geholt. In Verbindung mit SnowRunner. Ne, wir haben ja eine ganze Serie zum MudRunner gemacht. Das ist ja der Vorgänger, genau. Das gab es irgendwann mal gratis. Das irgendwann mal bei SnowRunner zu. Das gab es irgendwann mal gratis bei Epic Games. Deshalb. Genau, MudRunner gab es gratis. Muss die Chance natürlich nicht entgehen lassen. Ja. Das ist allgemein meine Epic Games Bibliothek besteht irgendwie so aus 60 bis oder 80 Spielen irgendwie. Ne, 65 oder 68 oder so. Und insgesamt habe ich in diesem. Bei Epic Games. Was nimmst du? Hä? Wieso nimmst du die untere Platte? Interessant. Insgesamt habe ich bei Epic Games vielleicht schon 20 Euro gelassen oder so. Aber hab halt. Ich bisher 0 Euro gelassen. Hab massenweise Spiele, die alle so auch zum Teil 30, 40, 50 Euro kosten. Hm. Aber die 20 Euro bei Epic sind noch bestimmt für. The Hunter. Ja, yeah, The Hunter DLC. Ja. Ja. Das war alles The Hunter. Aber sie machen das halt auch ganz gut so mit so Mikrotransaktionen. Also es ist halt irgendwie maximal 3-4 Euro oder so ein DLC und dafür kriegst du halt irgendwie eine neue Map oder so. Also nee, die Maps kosten glaube ich ein paar mehr Euro, aber irgendwie so, was weiß ich, ein Hund oder so. Trophäenhütte. Und solange es nicht so perfid ist wie bei Handygames für Mikrotransaktionen. Ah ja. Und sie sind wirklich sicher, dass sie nicht für 99 Cent ihre Gems aufladen wollen. 99 Cent? Ich gesagt, vielleicht keine Ahnung, 10 Diamanten oder so, keine Ahnung. Naja, gut. Und Diamanten haben auch einen Euro, je nach Spiel einen anderen Wert. Das stimmt. Mit Handy-Games aufnehmen und so habe ich mich auch noch nicht beschäftigt. Ja, das musst du mal noch. Handy-Games sind auch nicht so. Es gibt ein paar gute. Es gibt wirklich ein paar gute. Also Handy-Games aufnehmen, da hatte ich mich ja schon beschäftigt. Ich habe auf dem Handy eine Aufnahme-App drauf. Ach so, stimmt. Wir haben uns mal damit beschäftigt. Genau, ne? Weil wir hatten mal überlegt, ob wir Emergency. Was machst denn du? Also die Mobilversion. Ich hake das Zeug an, nicht mehr und nicht weniger. Die Mobilversion von Emergency, ob wir die mal bringen sollen, aber. Ist dann auch nichts raus geworden aus der eventuellen Idee. Aber in Verbindung dessen hatte ich mich mal auseinandergesetzt mit, wie das ist. Weil Handy und Aufnehmen ist echt nicht so
einfach, da eine gute App zu finden. Also man kann halt eine kostenlose gute App. Ja. Wir reden hier nur von kostenlos, ja. Solange unser Budget ist jetzt nicht so groß, ne? Also YouTube sozusagen nichts abwirft, also wir auch nichts von YouTube zurückbekommen, investieren wir halt auch nicht direkt in YouTube so viel rein. Also ich habe mir natürlich ein Mikrofon gekauft, was kann hat sich ein Mikrofon gekauft, wir haben verschiedene Spiele, wobei die wir halt auch immer selber spielen wollten, einfach nur. So die holen wir uns nicht nur, weil wir sie nur auf dem Kanal zeigen wollen, das ist mit diesen klebenden Platten dort, sondern weil wir sie auch natürlich auch spielen wollen. Klar ist man dann natürlich mehr zu neigen, denkt sich so, ja, das ist ein ganz gutes Spiel für den Kanal und das könnte man vielleicht mal mitnehmen, aber... Also die Investitionen halten sich in Grenzen. Ne? Genau. Und klar, zum Beispiel das PC-Upgrade oder allgemein, dass ich mir einen PC angeschafft habe mit diesen Komponenten drin. Ne? Ja. Gut, mit diesen Komponenten, die ich aktuell drin habe, könnte man auch wahrscheinlich nehmen für allgemein Gaming so ganz sinnvoll. Aber mit dem, was ich jetzt als Upgrade zum Beispiel geplant habe beim PC, das ist einfach nur, damit ich besser rendern kann, weil meine CPU fürs Rendern... nicht so optimal ist. Rendern ist die... ist, nachdem man ein Video geschnitten hat, sozusagen der letzte Schritt, wo dann sozusagen das Schnittprogramm die einzelnen Videoschnipseln, die man aus Originaldateien hat, in ein... Und die ganzen Effekte, die man eingefügt hat und so. In einer Datei zusammenfasst. Genau. Und das beansprucht eben sehr viel CPU-Leistung. Beziehungsweise es dauert halt einfach, je schwächer die CPU ist. Also ja klar, es braucht auch GPU-Leistung, aber meine... 3060 Ti, die macht das ohne Probleme mit. Meine CPU, die kommt dann nur ins Schwitzen. Naja. Also ich habe mir meinen Rechner ja auch mit vor allem geupgradet, um halt Star Citizen spielen zu können. Ja. Weil das aber du hast vorhin eine bessere CPU als ich. Also wir haben vieles ähnliches drin, aber eine CPU hast du bessere als ich. Na genau, ja. Aber mit selbe Grafikkarte zum Beispiel. So. Aber ich glaube, dieselbe Grafikkarte, das war auch mehr so Zufall, weil es einfach so das beste Angebot war. Das ist ein interessanter Bereich. Müssen nur die Schnitzen ausfahren, hä? Einfahren. Okay, Problem behoben. So, jetzt Wellblech. Jetzt kommt Wellblech, genau. Geh. Dann kleiden wir das ganze Ding einmal mit Wellblech ein. Also wir hatten beide recht. Es ist in Wellblech und es ist in Beton. Ja. Es ist... Beton, aber... Ach, jetzt müssen wir alles wegräumen. Also, wir bauen jetzt nur noch eine Halde. Also, ich denke mal, es wird ein Paar-Silo. Ja. Wir als LS-Experten kennen natürlich die Fachbegriffe. Wogegen bin ich denn jetzt gefahren? Ja. Das sah nur so aus, ob ich gegen die Laterne gefahren wäre. Sollen wir Gasleitungen platzieren? Ja. Ich nehme den Kran, komm mal den Kran direkt raus. So, jetzt gehst du mal in den Mobilkran, ich nehme mal den fixen Kran. Den nennt so, man, warte, wie heißt es? Denn der hat einen richtigen Namen. Wie heißt denn das? Mist. Pumpdrehkran, genau. Bagger. Ich glaube, den Radlader, der bringt nicht so viel, wenn ich den jetzt raushole hier. Du kannst den Kipper holen. Der steht ja auch irgendwo rum.
kann die Bauchgrube aussehen. Genauso. Alles hübsch, sauber hier ausgebaggert. Ja. Da fehlt doch nicht irgendwie ein Stück, wo ein Bagger drauf stand oder sowas. Nee, nee. Nein. Oh, nein. Bisschen ungünstig, was ist denn da, Schaufel? Ja. Langsam. Dann holen Sie mal einen Kies raus. So, verteilen. Womit wollen wir nochmal verteilen? Planierraupe. Planierraupe. Boah, die haben sogar dran gedacht, eine Rampe einzubauen. Ja. Kannst du die übers Lenkrad steuern? Nee. Also wenn ich Gas gehe auf dem Lenkrad, dann tue ich nur diese eine Kette bewegen und wenn ich bremse, tue ich nur die andere Kette. Dann stell das mal ein. Du kannst in Einstellungen kannst du direkt Arcade. Ist hier glaube ich in Klammern oder so da. Und ja, passt schon. Arcade vorwärts, rückwärts und so weiter. Okay. Geht, reicht schon. Ups. Wie war das mit dem dahin gucken, wo man hinfährt? Ja, würde ich mir das anbieten nochmal. Ja, ich steck fest. Wow. Welchen Knopf hatte ich zum Zurücksetzen? Ah ja. Verdichten! Erdbauholz. Yeah. Highspeed hier, 9 km/h. Ah ja. Das ist ja die Highspeed-Walzen. Speedy Valsalis, so dann haben wir das ja auch nämlich nur gleich. Ist ja keine große Brückenfläche oder so, wo wir ja ewig walzen müssen. Wobei auf der Brücke haben wir gar nicht gewalzt, oder? Da haben wir nur Bitumen. Nee. Weiß ich nicht. Das klang nicht gut. Aber immerhin hier spawnt hier nicht der Kies. Ja, das stimmt. Ah. Schön, dass sie so viele platziert haben, ey. Aber nicht alle. Sieht irgendwie aus wie die so Teile von der Berliner Mauer, aber irgendwie. Ja, schon, ne? Gut, hat auch eine ähnliche Funktionsweise. Ja. Ja gut, ähnliche Funktionsweise, gut. Muss Silage drin halten, Burger drin halten. Ja, naja, das Gleiche. Naja, halt größere Lasten aufhalten, hätte ich das jetzt eher bezeichnet, aber nur ja. Nur, dass diesmal keine Selbstschussanlage installiert ist. Eieiei, ich sollte, glaube ich, keine Witze darüber machen. Naja. Waren wir auch erst letzten Sommer in Berlin, ne? Es steht glaube ich, auch ein Stück im, wie heißt das? Deutsches Militärisch-Historische Museum? Ne, das ist woanders, das ist nicht in Dresden. War das Dresdner Militärisch-Historische Museum? Ach, in Berlin stehen noch ein paar schöne Dinger rum, das weiß ich. Nee, aber in dem Militärmuseum in Dresden steht auch ein. Ich weiß gar nicht, ob im Militärhistorischen Museum bei uns was drin steht. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das? Das ist ewig lange her, dass ich mal drin war. Das war 9. Klasse, als man da drin war. Nee, wir waren in der 10. Ich glaube, nicht 12. Also, das ist 4 Jahre her. Hm. Tada. So, oh, sehr schön. So, Baustelle räumen. Ach, da ist die gute Frau wieder. Sehr schön hier. Hier vorne am Coupé wartet sie auf uns. Die ist natürlich mit den schönen öffentlichen Verkehrsmitteln hergekommen. Nicht wie wir mit unserem Coupé. Wir Umweltschweine. Ah, ich kann ihn gar nicht annehmen, weil wieder irgend so ein Fenster davor ist. Sowas. Gute Arbeit, die du und dein Team da geleistet habt. Die Bauernhöfe können jetzt den überschüssigen Mist hier abliefern und die Region bewegt sich weiter in Richtung nachhaltige Energieerzeugung. Das wird der Stadt eine deutlich bessere Ökobilanz einbringen und hoffentlich Frieden zwischen Landwirtschaft und Anwohnerinnen und Anwohnern stiften. Ja. Oha. Krasses Teil. Jo, ich würde sagen, Ente gut, alles gut, ne? Ja, Auftrag abgeschlossen. Ach so, und was, ich habe letzte Folge, glaube ich, gesagt, irgendwie so, hä? Was ist denn diese Notfackel? Aber die ist dafür da, dass überschüssiges Gas verbrannt wird. Ja, das ist das Ding, was hier so brennt. Bohrplattform ja auch, dass du zum Beispiel
das Gas, das Erdgas, was da mit rausströmt, verbrannt wird, wenn es nicht andersweitig aufgefangen werden kann. Genau. Aber hier ist auch dieses Rohr, das wir hingelegt haben. Das endet hier. Aber gut, ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Und man sieht sich dann zur nächsten Folge. Und bis dahin einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.